Jo, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich bin's, euer History Badger. Ich begrüße euch, vielleicht ein bisschen erkältet, zu einer weiteren Folge, zu zwei weiteren Folgen von War Thunder. Tut mir leid, dass ich gestern kein Video hochgeladen habe, oder besser gesagt, keins gemacht habe. Lag daran, dass ich gestern zu meiner Hausärztin musste. Hatte leider auch kein Busgeld zur Verfügung, auch kein Fahrrad zur Verfügung, daher musste ich da zu Fuß hingehen und ich meine, das wären 48 Kilometer gewesen und ich war erst so gegen 9:30 wieder hier zu Hause, weswegen ich da auch weil ich habe kurz was gegessen, was getrunken und habe mich dann in die Federn geschmissen, weil meine Beine haben auch wehgetan. Wie gesagt, ich glaube, ich habe mich auch ein bisschen erkältet. Die Nacht jedenfalls war mir komplett warm, obwohl Fenster offen war. Und ja. Ich habe mir gesagt, ich würde gestern, also sagt heute, mit den Chinesen anfangen. Das machen wir auch. Was Chinesen angeht, bin ich jungfräulich hier in diesem Spiel. Ich bin aber schon auf Spieler auch gestoßen, die auch schon China gespielt haben. Und ich kann aber auch bis jetzt noch nichts großartig sagen, dass die super gut sind oder nicht so gut sind. Ne, das wird auch etwas erstmal dauern. Oh, das haben die. Das ist geil. Das ist geil. Republic of China. Ne, es gibt ja kurz Geschichte. Es gibt ja zwei Chinas, könnte man sagen. Die heutige Volksrepublik China. Das, was wir alle als China kennen, was auch eines der größten Länder ist. Und dann gibt es Republic of China. Das ist die Insel Taiwan. Hat mit der Geschichte zu tun, dass nach dem Zweiten Weltkrieg ist in China auch ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Sagt, der Zweite Weltkrieg war nur so eine Zwischenpause für beide. Am Anfang, also vor dem Zweiten Weltkrieg, sah es schlecht für die Kommunisten aus. Aber die haben es während des Zweiten Weltkriegs gut verstanden und nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Leute unter den Feind zu mischen, sag ich mal, und dann die Stimmung so positiv für die Kommunisten, also die unter Mao Zedong, so positiv darzustellen, dass die meisten zu denen übergelaufen sind. Und ja, warte mal, kriege ich das immer nur. Ah, ne. Gut. Wir fangen mit dem Flugzeug an. Ne, ich habe jetzt, wie ihr gesehen habt, auch gerade schon einen Strich gegeben. Und ja, wir haben da nur eine I-15 Bis und eine Gladiator Mark 1 zur Verfügung, also britisch und russisch. Mal sehen, wie es ist. Ich bin da echt gespannt drauf, aber ich denke, das wird mit China eigentlich nicht so groß. Ne? Ich zeige hier das hier euch nochmal. Denn bis ja hier bis hier und da sogar noch bis hier, ne, sind das alles Leihfahrzeuge, Flugzeuge, alles was die Chinesen nicht selbst produziert haben, was sie von den Amerikanern und von den Russen und auch ein bisschen von den Briten bekommen haben. Ein paar Fahrzeuge haben die auch von den Japanern geklaut während des Zweiten Weltkrieges. Das sind dann sogenannte Beutefahrzeuge. Ist genauso wie bei den Panzern. Nur dass hier, glaube ich, schon gut, hat zwar schon eine andere Bezeichnung. ZBD 86 ist eine BMP-1. Hat zwar eine andere Bezeichnung, ist aber noch das Originale. Und ab hier kann man schon eher mehr, also bei diesem Baum kann man ab hier selbstständiges chinesisches denken, ist aber auch eine Patentart,
eine M60A1, meine ich. Aber ab hier ist es von Type 59, ist das was Eigenes, ist aber auch eine Kopie. Ne, das haben die selbstständig gebaut, ja, haben dafür aber auch eine Lizenz aus Sowjetrussland bekommen, dürfen ihr da euren Panzer, ich meine T-50, dürfen wir ihn kopieren, sag ich jetzt mal. Und das durften die auch. Und seitdem, ja, kopieren die sowas, ne? Type 69, auch nochmal so eine Kopie. Ne, hört sich jetzt böse an, ist aber nicht böse gemeint, ne? Ist einfach so. ZTZ, das ist das erste eigenständige. Sieht aus wie ein T80. Ich muss mal schauen, wie das da aussieht mit den Fahrzeugen, Flugzeugen, wie gesagt, mit den Panzern. Ich habe ja extra dafür Bücher dabei, aber jetzt geht's erstmal in die Lüfte. Okay, ich habe jetzt 3 Minuten lang gewartet, nichts passiert. Müssen weiter probieren. Dann versuche ich erstmal mit Panzern, vielleicht klappt das. Hab mich auch nochmal schlau gemacht. Bei den Chinesen jetzt hier. Hier Type 59 basiert auf den T-54. Und der Type 69, den haben die nicht geschenkt bekommen. Den haben die Chinesen rein zufällig, wirklich kann man sagen, beim Grenzkonflikt. Wo war das nochmal? Ufei? Ufei, Ufei meine ich. Gefunden, wie gesagt, in die Hände bekommen. Ja, Usuri, Usuri. Am Us wäre Anfang 1969 bei Grenzstreitigkeiten am Usuri. Ich glaube, das war mit der Sowjetunion. Also da begann schon so die Beziehung zu kriseln. Ich gucke jetzt noch mal, wo Ussuri ist. Fluss in Asien, ja. Aber erstmal versuche ich hier im Gefecht reinzukommen. So, wir sind hier im Dschungel. Irgendwie ist dies. Jo, hi Mark, bin gerade mitten in der Aufnahme drin, aber ist nicht schlimm. Mark? Jo, hi. Ja. Hi. Ich glaube, ich habe mich gestern erkältet. Haha, Franzl Klaus, nur du. Ja, boah. Nacht. Es war mir so warm, als wäre ich in der Sauna gewesen und dabei hatte ich Fenster aufgehabt. Nur bei dir, Also Alter. vielleicht Fieber, vielleicht eine leichte Erkältung, Stirn glüht noch ein bisschen. Aber sonst. Und ich hab. Ja, was ich. Ja? Nee, du zuerst. Was wie ich heute Morgen aufgestanden bin. Mit dem Als linken Kerl. Fuß statt mit dem rechten Fuß? Nee, als käme ich aus dem Swimmingpool. Ja. Und ich habe jetzt, also die Hausärztin hat jetzt für die Tagesklinik unterschrieben. Ah, Sag und wann geht's hat's. los? Wann geht's los? Ich muss erstmal eine Klinik anrufen, also Kontakt mit denen aufnehmen. Ach so. Ich musste erstmal die Einweisung dafür haben, um mich einweisen zu können. Macht Sinn. Das stimmt. Und ich fahre jetzt gerade das erste Mal mit den Chinesen. Auch nicht schlecht. Aber ich bin gestern auch erst 21:30 zu Hause erst wieder gewesen. Boah. Ja. Gut, ich hatte auch den Termin um 16:20 gehabt, ne?
Dann erstmal schön zu Fuß. War aber zum Glück pünktlich, das habe ich hinbekommen. Das ist so gut. Ich bin bei mir gerade mal alles am Durchwaschen. Mann, Franzose, brenn! Brenn, du Ketzer, brenn! Ja, gut, ist dieser Greyhound, der Amerikaner, ist so ein leicht gepanzertes Radfahrzeug mit einer kleinen Kanone. Was? Mit einer. Was ist das für eine Kanone? Was ist das für ein Kaliber? Steht jetzt nicht. Hä, ja, super. Oder? Nee, Kaliber. Ah, 37 mm. Also etwas größer als vom heutigen Marder der Bundeswehr. Ja. Hat er jetzt, soweit ich mich erinnere, 30 mm. Bei mir fühlt sich wieder Weltuntergangsszenario ab. Womit? Warmer? Oder? Nö, Wetter. Ja. Ist gerade vorhin bei mir auch so richtig, einmal richtig warm runtergekommen. Für lange. Jo. Für eine lange jo. Zeit. Das stimmt. Also könnte sein, dass wir uns gleich kurz nicht hören. Ja. Weil ich hole eben Staubsauger. Ja. Willst du damit das Weltuntergangsszenario nochmal unterstreichen? Nee, ich will Mr. Schmöcher flöten jagen. Achso. Wird es mich noch? Ja, ab und zu, also, abgehakt. Falls du jetzt gerade was sagst, nein, ich höre dich jetzt dann gar nicht. Freddy? Ja, jetzt höre ich dich wieder. Ah, das wird. 15 Meter reicht das Ding. Huch, gut. Dein Headset jetzt, oder? Jojo, mein Headset. Ah, geil. Verratene Küche. So. Aber nichtsdestotrotz. Ja, was denn? Ich müde mich mal eben, weil es nämlich laut werden. Okay. Ich dachte, du wolltest dich muten! Jo, liebe Zuschauer, das passiert auch manchmal. Was passiert? Ich bin auf der Seite gelandet. Achso. Ach, machst du gerade ein Let's Play oder was? Ja. Das habe ich vorhin auch gesagt, als wir das Gespräch hier angefangen haben. Echt? Ja, ist aber auch nicht schlimm. Das finde ich. Oh Mann, ey. Chinesischer Panzer, T-28. Tja, selbst schuld. Und ich liege jetzt auf der Seite. Und mein Team hilft mir nicht, da super. Das ist Noppe. Uiuiui. Gut, ich habe auch die Klippe da unterschätzt. Achso. Es kommt doch jemand. Jetzt ist er! Da wollte gerade ein Panzerjäger 1. Wollte runter zu mir. Ist genau dieselbe Klippe runtergefallen wie ich. Und der ist jetzt neben mir auch auf der Seite. Eieiei. Alter! Arm. Ah ja, was dran? Mein
Die Fresse! Ah! Oh mein Gott! Und ich hab das. Oh Gott! Das kommt bei GameSprout! Ich werde denen das schicken, ey! Ich weiß nicht, kennst du da? Kennst du die? Nö. Die machen Mais. Die machen so. Fails, Gaming Fails. Aber auch manchmal Close Calls, also so. Wenn du, ich sag jetzt mal bei GTA, ganz knapp einen Unfall überlebst, wo auch ein Auto an deinem Kopf ganz knapp vorbei fährt oder zischt. Achso. Ne, aber auch Epic Momente. Also, okay. Sowas wie Jelly Bean. Wir machen sowas für Battlefield. Genau. Nur GameSprout, das ist jetzt nicht auf ein Spiel, das ist auf so ziemlich alle Gaming-Spiele, ne? Und das kommt da rein, das kommt da rein. Muss ich denen senden? Ach, wie mache ich das? Boah, muss ich mal gucken. Feindreichen erwartet, schlapp ich auch rein. Boah, also sowas, nee, sowas habe ich noch nie erlebt. Ein Hinweis, verwende deinen Kommandanten Fernglas, das ist kostenlos. Jee. Boah, ich hab's nicht gedacht da. Ich weiß, aber jee. Jee. Free Stars, Japaner. Jee. Flugzeug, du bist nicht stark genug bewaffnet und ein Panzer meines Schlages zu durchsieben. Ja, durchaus. Bei manchen ja, aber nicht bei allen. Pardon. Was ich auch richtig kurios finde. Was denn? Die Kritik an Ghost Recon Breakpoint, ne? Ja, was denn? Die wird auch immer vernichten, ne? Das Spiel ist noch nicht mal draußen. Ja, muss ich mal meinen Onkel fragen, weil der spielt ja die Beta. Wie er es so empfindet. Weil viele sagen, es ist ein Spiel aus. Ja, wie heißt das? Ubisoft? Hey, das Spiel macht vieles, aber nicht schlecht und nicht gut. Mhm. Nichts Innovatives, wie damals bei Ghost Recon Wildlands. Ja, manche, die haben ja gesagt, da kommen wieder auch die alten Schwächen wieder hervor. Wie bei Ghost Recon Wildlands, dass die genau sowas auch, Entschuldigung, quasi übernehmen mit den Schwächen, die das Spiel hatte. Mhm. Ich frag mal meinen Onkel. Naja. Sag mal so, mich soll's an sich nicht stören. Ich werde so erstmal wieder ein Jahr oder irgendwas warten. Ja, dann eventuell hole für ein 10er oder irgendwas. Mal schauen, weil eigentlich, was da so für sich spricht, ist die Survival. Aber ich habe da auch eine Kritik gelesen, das ist irgendwie auch nicht so ganz. Wenn du Survival willst, dann würde ich dir raten, spiel DLC. Nee, ich spiele einfach The Hunter Call of the Wild. Ist zwar nicht Survival, aber hat deutlich mehr. Dieses Gefühl, weil du jagst da ja nur. Ich glaube, davon werde ich mal Sonntag mal eine Aufnahme machen. Freitag, nicht Sonntag. Auch wenn es ziemlich lahmärschig ist. Ja, kommt schon. Ich will ein paar Buchsen öffnen. Bitte.
Also mit Flugzeugen hatte ich bis jetzt kein Glück gehabt, weil ich habe da jetzt knapp ja, über drei Minuten gewartet bei Flugzeugen. Naja. Wurde ich nicht geknackt. Ich habe keinen geknackt, das wurde ich geknackt. Ich habe gerade eben schon einen geknackt. Ne, sogar zwei. Insgesamt. Ja, ich habe vom Nashorn eine Schepper bekommen. Und Nashorn ist nie so gesund. Ja, Nashörner, die sind schon. Egal ob in der freien Wildbahn oder als Panzer, die sind heftig. Ich meine den Panzer. Ich weiß. Die sind beide trotzdem heftig. Ja, weil beim Avenger schießt er einfach mal. Klar, ist ja ein 8-8er. Eine starke 8-8er. Naja, ich würde glaube ich nicht gewinnen. Ja. Jo, liebe Zuschauer! Ich bedanke mich für das Schauen dieses Videos. Ich werde jetzt gleich noch meine Aufnahme machen und gucken, ob ich da Flugzeuggefecht reinkomme. Weil ich ein bisschen bezweifle. Weil Flugzeuge sind niedrige Stufe dort. Oder hier. Aber das werden wir mal sehen. Du blöder Gulab. Marc, würdest du noch am Ende irgendwas sagen? Pommes? Mit Mario, ich warte immer noch drauf. Und hört sich. Au! Ich warte immer noch auf meine Pommesbestellung bei dir. Ja, Bestellverzögerung. Du weißt Bescheid. Immer noch! vielleicht Personal, ne? Ja, sollst du die vielleicht mal am besten bezahlen? Nö, wofür? Die arbeiten noch gar nicht. Okay, dann wünsche ich euch allen aber einen wunderschönen Dienstag. Freien Dienstag wahrscheinlich. Die meisten, die haben ja Urlaub genommen. So wie auch Marc. Wobei Marc hat hier 2 Wochen Urlaub. Ja, wurde auch Zeit. Über ein halbes Jahr kein Urlaub. Ja. Dreht man durch. Ja. Nur ganz leicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi! Tschüssi!